Ja, dann grüßen zur Pressekonferenz nach dem Brückentag des VfL Osnabrück gegen den KFC Uerdingen, dass die Niederweißen 2:1 für sich entscheiden konnten. Hier oben grüße ich beide Trainer, Stefan Krämer vom KFC Uerdingen und unseren Cheftrainer Daniel Thun. Gestern natürlich das erste Wort. Krämer, bitteschön. Ja, guten Abend alle zusammen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg für den VfL. Ich finde eigentlich, dass es bis zur gelb-roten Karte ein sehr ausgeglichenes Spiel war. Extreme Intensität drin, viele Zweikämpfe, die Mannschaften haben sich eigentlich neutralisiert. Es gab keine großartigen, klaren Torschancen auf beiden Seiten. Eigentlich ein offenes Kampfspiel, wo wir sehr weit weg von unserem Tor verteidigt haben. Und ich eigentlich bis zur gelb-roten Karte zufrieden war, bis auf die Situation bei dem 1:1. Klar, wir gehen auch durch den Standard in Führung. Aber da haben wir klare Zuordnung, die wir nicht einhalten. Das ist natürlich ärgerlich, dass wir nicht länger in Führung bleiben. Dann hat die Mannschaft leidenschaftlich verteidigt und hat alles reingeknallt. Und dann hätte man diese eine Szene eben noch besser verteidigen können, müssen, sollen. Keine Ahnung. Aber so ist halt Fußball. Und es war ein Handspiel. Ich habe gerade die Bilder gesehen, muss man nicht drum herum reden. Also ist der Elfmeter auch berechtigt. Und dann haben wir 2:1 verloren. Ich kann der Mannschaft aber, was den Aufwand, den sie betrieben hat, was die Art und Weise, wie sie das Spiel angegangen ist, überhaupt keinen Vorwurf machen. Das sind so Niederlagen, die sind ärgerlich und die tun extrem weh, wenn man so viel investiert. Aber das ist Fußball. Dankeschön. Danke, Herr Krämer. Danny, hast du es gesehen? Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche, Stefan. Ich teile vieles, gerade was die erste Halbzeit betrifft. Wir sind sehr hoch gepresst worden, hatten dann Probleme im Ballbesitz, dass wir ordentlich nach vorne spielen, mussten selber mit vielen langen Bällen spielen. Und dann haben wir eine Offensivreihe, die relativ klein aufgestellt ist, haben wenig erste Bälle bekommen, zweiten Bälle waren dann auch nicht so gut und somit war es wirklich so sehr zerfahren, wenig Ballbesitzseiten auf beiden Seiten, wenig Abschlussqualität und dann plätscherte erste Halbzeit so ein bisschen dahin. Wahrscheinlich dann spannenderweise nur unterbrochen durch ein paar Tennisbälle. Aber selbst das hat es nicht dann irgendwo intensiver gemacht oder intensiver schon, aber nicht mit Qualität behaftet. In der Halbzeitpause haben wir versucht, einige Dinge zu verändern, wobei wir aber wussten, dass wir auch selber nicht auf den zweiten Ball oder den ersten nicht bekommen und haben dann schon frühzeitig uns entschieden, dass wir einen großen Stürmer noch bringen wollten und wussten aber auch, dass es schwer wird, wenn man hier heute einen bekommt, wenn man nicht mehr investiert und vielleicht sauberer Fußball spielt. Und wenn man dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann in der Mannschaft mitgibt, dann war es dann so, dass wir dieses 0:1 bekommen haben, wo wir Adam Susac sich ein bisschen verschätzt und dann dieser Kopfball reingeht und dann ist es wieder das, wo ich meiner Mannschaft wieder ein großes Kompliment machen muss, weil es war ein Hallo wach, es war ein Weckruf, sie war sofort wieder da und dann, ja klar, muss man Glück haben bei einer Standardsituation, aber den nimmt Tim Danneberg überragend, schweißt das Ding ein zum 1:1 und in dem Augenblick wusste ich, jetzt kann noch was gehen, die Unterstützung von draußen war da, das Stadion war wieder da, wir hatten es hinter uns und ja klar, mit der gelb-roten Karte, dann war es, was von außen vielleicht dann immer leicht aussieht, aber intern sich dann schwerer anfühlen, weil auf der anderen Seite 10 sinkt, die sich brutal reinhauen, die alles verteidigen wollen und da auch nochmal ein Kompliment an meiner Mannschaft, wir sind ruhig geblieben und haben uns dann sauber nach vorne gespielt und hatten dann auch, glaube ich, schon einige Möglichkeiten, um vielleicht noch das zweite zu machen, dann diese Dreifachchance, wo der Ball dann immer wieder geklärt wird, ja, und dann war es der Lucky Punch in der Nachspielzeit und da teile ich die Einschätzung, also es war ein klares Handspiel. Und entsprechend Elfmeter und auch da ist es kein Selbstläufer, in der 90. plus 3 so cool zu bleiben. Und das war Marcus Alvarez und deswegen glaube ich, mit der gelb-roten Karte kippte es zu unseren Gunsten und war dann hinten raus auch für uns ein verdienter Sieg. Und deswegen freuen wir uns natürlich darüber, insbesondere, dass Mentalität, Einstellung stimmt, weil Qualität sich deutlich noch erhöhen muss. Danke. Danke dir, Danny. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, dann kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikrofon. Wann und warum hast du dich dafür entschieden, Felix Agu auf dieser Position zu bringen? Das war ja ein Duell, in dem man nicht unbedingt erwarten konnte, dass er das dann gewinnt. Oder zugestimmt, aber. Naja, wenn ich es nicht erwartet hätte, dann hätte ich ihn nicht spielen lassen. Weil Felix hat sich, ich sage mal, Training und Spiel davor ist das Qualifying. Letzte Woche in Braunschweig hat er sich für die Nominierung qualifiziert. Das ist immer eine schwere Entscheidung, wenn man klar weiß, da kommt sehr viel Erfahrung über die Seite. Dann denkt man natürlich an Alexander Dercho, ob es dann Sinn macht. Aber es wäre nicht die gute Entscheidung gewesen. Felix hat seine Aufgabe wieder richtig gut erfüllt.
Es ist immer schwierig für ihn noch auf dem falschen Fuß zu spielen. Manchmal muss er ein bisschen cleverer noch agieren, wenn lange Bälle kommen. Er fällt dann ab und zu leicht. Aber nochmal 19 Jahre alt, also der entwickelt sich. Und ja, das steht halt für das. Die Jungs brennen alle darauf, auf Einsatzzeiten. Und ja, dann muss ich sie auch belohnen. Und ich glaube, wer hinten raus auch gesehen hat, saß kein Stürmer mehr vor Bank. Ich hatte alles, was Offensivpower hatte, auf dem Platz. Wir hatten nur noch Stürmer auf dem Platz. Die Offensivreihe war nur noch offensiv dann ausgerichtet. Und ja, das Risiko tragen dann alle mit. Und wenn man dann auch sieht, und dann auch so ein vielleicht Etienne Amenino, wenn er vorne mit dem Ball kann und hinten gerätscht, ja, dann hat er vieles verstanden von dem, wie wir sein wollen. Und ja, da drängen alle von außen, das habe ich ja gesagt. Und nochmal zu Felix, da war ich einverstanden mit. Und mit dem Ball können wir alle noch wachsen. Weitere Fragen? Ich sehe kein Handzeichen mehr, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit bei beiden Trainern und wünsche unseren Gästen natürlich viel Erfolg für den Rest der Saison, eine angenehme Heimfahrt und uns allen noch einen schönen Montagabend. Danke.